herzlich hier bei uns an der Hochschule für Technik in Stuttgart und ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Also ich bin noch relativ unschlüssig, was ich machen will hinterher und ich erwarte mir jetzt halt viele Informationen, was mir die Entscheidung erleichtern wird. Ich finde es sehr gut, dass auch Studenten hier sind, die uns das dann erklären können, auch mit dem Alltag, das ist mir ja am wichtigsten. Sehr hilfreich, einfach das auch mal kennenzulernen, auch wie es hier aussieht, ob man sich da wohlfühlt und sowas, finde ich, ist auch wichtig. Wir haben Ihnen hier einfach mal zwei Beispiele dargestellt. Wie sieht sowas in Korea aus, in China? Das ist dann simuliert worden. Hier hat man dann eben dann so einen Einblick, um was es geht, was man dort macht und was einen erwartet. Ja, also volles Haus. Ja, wir sind sehr froh, dass wir so viele Besucher haben. Haben natürlich auch viel zu bieten. Kleine Studiengänge, kleine Gruppen, sehr anwendungsorientiert. Und von daher können wir allen, die heute zu uns kommen, was bieten. Und jetzt sollen Sie die Insel auffragen, können Sie vermessen. Es gibt dieses sogenannte Äquivalenzprinzip. Ich glaube, es ist eher so ein Eindruck in den Studiengang und nicht in die Vorlesung. Wir sind zusammen rein in die Vorlesung und der Professor hat es echt gut erklärt. Davor hatte ich mir schon überlegt, Architektur zu studieren und jetzt bin ich mir sicher. So wie ich es mir vorgestellt habe, sehr interessant, sehr informativ. Ich fühle mich hier wohl.